Religion spielt in unserem Nachbarland Polen eine große Rolle. 90% aller Polen bezeichnen sich als katholisch. In keinem anderen Land der Welt ist der Anteil von Katholiken im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung derart hoch. Im polnischen Świebodzin steht seit 2010 die größte Jesusstatue der Welt, die Christus-König-Statue. Sie ist sogar 6 Meter größer als die Statue in Rio de Janeiro. Papst Johannes Paul II. Hat maßgeblich zum Katholizismus in Polen beigetragen. Bis zu seinem Tod im Jahr 2005 war der Pole 26 Jahre lang der Papst und in seinem Heimatland ein Volksheld. Über die Hälfte der Sitze im polnischen Parlament werden von der Partei PiS besetzt. Ihren Namen kann ich gar nicht aussprechen, aber auf Deutsch steht sie für Recht und Gerechtigkeit. Sie bezeichnet sich als patriotisch, als konservativ, EU-skeptisch und vor allem christlich. Aber der Trend geht in eine andere Richtung. Die Hälfte der Jugendlichen in den polnischen Großstädten praktiziert den Glauben nicht mehr. Bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 hat sich die Zahl der Nichtgläubigen seit 2005 verdoppelt und beträgt inzwischen 15%. Das katholische Land befindet sich im Wandel. Gerade das macht Sword of God zu einem derart hochinteressanten Film. Das Historienabenteuer startet diese Woche in den deutschen Kinos und eines kann man vorab sagen: Es ist ein einzigartiges Filmerlebnis. Aber warum? Das beantworte ich euch heute in dieser brandneuen Filmkritik hier auf Cinema Strikes Back. Wo befinden wir uns überhaupt in diesem Film? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Und das ist ein wesentlicher Aspekt dieses Films. Wir befinden uns in nirgendwo. Zunächst sehen wir 2 Ritter in einem Boot auf dem Meer. Sie sind auf dem Weg zu einer abgelegenen Insel, denn ihr König hat ihnen den Auftrag gegeben, ein heidnisches Volk zum Christentum zu bekehren. Sollte sich der Stamm weigern, wird jeder Bewohner des Dorfs abgeschlachtet. Und genau das droht zu passieren. Im Mittelpunkt stehen die 2 Missionare, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine ist stur, rachsüchtig und brutal. Er ist das Schwert Gottes, der das Christentum mit Gewalt verbreitet. Der andere jedoch steht für die Ruhe, den Dialog und die Völkerverständigung. Denn eines wird offensichtlich: Der Stamm hat kein Interesse daran, seine Traditionen und seinen Glauben abzulegen und beschließt, Gegenwehr zu leisten. Der Stamm steht sinnbildlich für all die indigenen Völker, die von Europäern aus religiösen und habgierigen Motiven drangsaliert wurden. Und damit ist auch schon angedeutet, in welche Richtung der Film tonal geht. Er findet in seinen ersten Bildern große Zuneigung für den Zusammenhalt und die Vertrautheit innerhalb des Stamms. Umso bedrückender wirkt es, als der Stamm sich gewaltsam aufteilt in diejenigen, die dem Ritter eben doch folgen und denen, die sich weiterhin gegen die Missionierung wehren. All das geschieht in komplexen Choreografien, die in langen Einstellungen gezeigt werden. Das zeigt, wie viel Detailverliebtheit und Arbeit in diesem Film steckt. Die gesamte Inszenierung ist über jeden Zweifel erhaben. Von den verschmutzten Kostümen und der außergewöhnlichen Maske über die hypnotische Geräuschkulisse bis hin zu den bizarren Bildern. Gerade in seiner Bildsprache driftet der Film immer wieder in Horrorgefilde ab. Denn Kameramann Jacek Podgorski stellt der blühenden Natur die Gewaltbereitschaft der Menschheit gegenüber und erzeugt dabei faszinierende Kontraste, nicht nur visueller Natur, sondern auch inhaltlicher. In gedeckten Farben fängt er die Elemente ein. Wasser, Feuer, Nebel. Und natürlich erinnert der Film gerade in diesen Szenen an Nicholas Winding Refns Valhalla Rising. In diesen künstlerisch anspruchsvollen Filmen wird mit Nahaufnahmen eine Sinnlichkeit geschaffen, die den Zuschauer hypnotisch in den Bann zieht. Und die gesamte Gewalt in diesen Filmen reißt uns ebenfalls mit. Denn genau wie Valhalla Rising ist Sword of God ein besonderes Filmerlebnis. Der Zuschauer wird zu keinem Zeitpunkt an der Hand geführt. Es gibt nicht mal eine Exposition. Wir starten mittendrin. Wir lernen die Figuren nicht kennen, bevor sie an der Küste stranden. Das ist gerissen, weil wir uns genauso fühlen wie die Figuren. Mutterseelen allein und verloren in diesem trostlosen, heidnischen Nirgendwo. Diese Orientierungslosigkeit spielt im Film eine zentrale Rolle. Zum einen, weil der Film große Fragen des Lebens stellt, ohne eine Antwort darauf zu geben. Welche der Figuren ist hier eigentlich im Recht? Das sind alles Fragen, die der Zuschauer für sich selbst beantworten soll. Zum anderen fühlen wir uns verloren in dieser fremdartigen, düsteren, komischen Welt. Man versucht sich die gesamte Zeit zu erklären, wo sich die Handlung denn eigentlich abspielen könnte. Aber natürlich ist genau das die Intention. Im Internet wird der Film sogar deswegen manchmal als Fantasy eingeordnet, was sicherlich nicht ganz falsch ist. Nur darf man eben auch keine klassischen Ritterkämpfe erwarten, selbst wenn das Wort Sword im Titel steckt.
Wer sich nämlich auf einen mittelalterlichen Fantasy-Action-Kracher freut, der ist hier falsch. Der Film hat nur wenige Kampfszenen, in denen tatsächlich das Schwert geschwungen wird. Und dennoch ist der Film trostlos und hart. Es geht um brisante und zeitlose Themen wie Fanatismus, Märtyrertum und Selbstgeißelung. Gerade in Zeiten, in denen von vielen Fernsehpredigern, Wunderheilern und selbsternannten Propheten Religiosität vorgetäuscht wird, um sich die eigenen Taschen zu füllen, ja, genau dann ist der Film relevanter denn je. Der Film ist weder missionarisch noch antireligiös. Er prangert lediglich die falschen Geistlichen an, die den Glauben zu ihrem habgierigen Vorteil ausnutzen. Das ist ein Thema, das nicht nur in Polen aktuell ist. Sword of God ist alles in allem ein kontemplatives Filmerlebnis. Das heißt, er beschäftigt sich konzentriert mit ethisch wichtigen Themen wie Rechtschaffenheit, wie Gerechtigkeit und vor allem Scheinheiligkeit. Mir blieb Sword of God wirklich im Gedächtnis hängen und meiner Meinung nach ist das eines der größten Komplimente, die man einem Film machen kann. Und deswegen möchte ich dem Film 8 von 10 Punkten geben. Damit bin ich übrigens weit über dem, was die meisten Kritiker gegeben haben. Der Film ist halt nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache. Wer aber auf Historienabenteuer à la Valhalla Rising oder Mel Gibsons Apokalypto steht, der könnte hier genau richtig sein. Es ist ein besonderer Film, der Scheinheiligkeit anprangert. Und das hat mich besonders berührt, denn die Scheinheiligkeit vieler pseudoreligiöser Menschen, gerade in den Medien, macht mich wahnsinnig. Und bei euch dürfte das genauso sein. Und weil Sword of God genau das anprangert und ein Appell an die Menschlichkeit ist, gerade deswegen ist für mich dieser polnische Film ein kleines Filmjuwel und ein Geheimtipp für alle die einen ganz besonderes Historienabenteuer sehen wollen. Die Bilder sind definitiv für die große Leinwand gemacht, deswegen kann ich ihn euch durchaus auch für den Kinobesuch empfehlen. Sword of God ist mein aktueller Geheimtipp für euch. Bitte schreibt mir mal euren ewigen Filmgeheimtipp in die Kommentare. Vielleicht habe ich davon ja etwas noch nicht gesehen, würde mich brennend interessieren. Ich verlinke euch außerdem eine Kritik zu Berlin-Alexanderplatz, ein deutscher Film, der ebenfalls ein großer Tipp von mir an euch ist. Und ein Video von den Funkkollegen von Steuerung F. Das findet ihr hier. Da geht es um Ärzte in Deutschland, in unserer Gegenwart, die noch versuchen, Homosexuelle zu bekehren. Wirklich ein wahnsinnig hochinteressantes und wichtiges Thema. Abonniert Cinema Strikes Back, wenn ihr auf Filme, Serien und Comics steht. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier mit mir, dem Alper.